Herzlich willkommen, meine Zuschauer. Unter meinem Video "Wenn ich Atheist wäre", ein Schwenktag-Video von mir, wurde mir geschrieben: "Mir scheint, dass du hinsichtlich des Themas in vielen Bereichen an Wissen fehlt. Falls das wieder ernst gemeint sein sollte, ist es durchsetzt von eklatanten Fehlern." Dann habe ich gefragt, kannst du diese Fehler benennen? Und dann hat ein anderer Atheist mir eine lange Liste geschrieben, was so die Fehler sind. Und auf diese werde ich jetzt eingehen. Und da werden einige Murmeltier-Aktionen dabei sein. Seid auf jeden Fall gespannt, wird sehr unterhaltsam. Atheist bedeutet, kein Theist zu sein, wortwörtlich agriechisch für nicht, also Nicht-Theist. Ein Theist ist eine Person, die von der Existenz ein oder mehrerer Gottheiten überzeugt ist. Jede Person, die das nicht guten Gewissens sagen kann, ist ein Atheist. Ein Baby ist beispielsweise ein implizierter Atheist. Ja, man könnte theoretisch auch behaupten, wenn jetzt das Baby in einer christlichen Familie geboren wird, das ist ein Christenbaby. Aber es reicht auch schon, wenn dir keine guten Belege für die Existenz irgendwelcher Gottheiten bekannt sind. Wenn es dir wichtig ist, an Sachen zu glauben, die nicht stimmen, dann wirst du nicht an Götter glauben, ohne gute Belege zu haben, dass diese tatsächlich existieren. Von daher ist es absurd zu behaupten, man müsse jede Religion und alles andere an spirituellen Kram ausprobiert haben, um Atheist zu sein. Es reicht völlig aus, nicht von den Behauptungen der Theisten überzeugt zu sein. Nun, ich habe bereits gesagt, dass ich von den Religionen nicht überzeugt bin. Somit bleiben nur noch zwei Weltbilder übrig. Und das ist einmal der Atheismus und unser Weltbild, weil es die einzigen beiden Weltbilder sind, die behaupten, wissenschaftlich zu sein. Und deswegen müsste mein Weltbild falsch sein, damit ich zum Atheisten werde. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt jede einzelne Religion ausprobieren würde. Wenn ich jetzt gesagt habe, den gesamten Esoterikmarkt, dann meine ich natürlich nur diese ganzen Leute, denen ich folge, denen ich bisher vertraut habe. Von daher war das vielleicht schlecht von mir formuliert, zu sagen, ich müsste den ganzen Esoterikmarkt ausprobieren. Atheismus ist meiner Ansicht nach eine Entscheidung. Ich kann mit den Gotteskonzepten nichts anfangen, mit keinem bekannten Gotteskonzept, deswegen bin ich Atheist. So könnte ein Atheist behaupten. Und ich persönlich kann mit dem Atheismus wiederum nichts anfangen, also einfach ohne Übersinnliches zu leben, weil ich kann mir ein Leben ohne Übersinnliches gar nicht vorstellen. Ja, es hängt eigentlich immer nur damit zusammen, dass man mit anderen Weltbildern nichts anfangen kann. Mehr ist es nicht. Ganz zu schweigen davon, dass viel auf dem Esoterikmarkt nichts mit Göttern zu tun hat. Von daher ist es wieder völlig absurd zu behaupten, alle esoterische Krimskrams müsste fake sein, damit man Atheist sein könnte. Beispielsweise Wünschelruten. Die sind natürlich Schwachsinn, aber würden die Dinger funktionieren, würden nicht automatisch auch Götter existieren. Nun, das ist meiner Ansicht nach ein Fehlschluss, weil wenn irgendetwas Übersinnliches existiert, dann muss dieses Übersinnliche auch eine Ursache haben. Und da die Materie nichts Übersinnliches erzeugen kann, brauchen wir eine übersinnliche Instanz, die das Übersinnliche erschaffen hat. Und da kommt eigentlich nur ein Gott in Frage, weil alles andere führt zu einem infiniten Regress. Wenn es eine Maschine gibt, die geistig ist, die übersinnliche Dinge produziert, dann muss man sich die Frage stellen, wo kommt diese Maschine her und wer hat ihr diese Eigenschaften gegeben? Bei einem Gott bleibt dieser infinite Regress aus. Des Weiteren, ja, es stimmt, viele Dinge, die in der Esoterik verkauft werden, haben nichts mit Göttern zu tun. Aber es geht beim Atheismus ja nicht nur darum, Gottesbehauptungen abzulehnen, sondern alles Übersinnliche abzulehnen. Das heißt also, ich bräuchte Beweise, dass nichts Übersinnliches existiert. Und ein Beweis für mich wäre, wenn wirklich absolut alles auf dem Esoterikmarkt nur Abzocke wäre. Nummer 3. Natürlich wird mit Religionen viel Geld gemacht, aber es ist wieder einmal völliger Unfug zu behaupten, dass dies bei allen Religionen der einzige Hintergrund sein müsste, damit man Atheist sein kann. Wenn irgendwo irgendein Stamm im Dschungel an einen großen Froschgott im tiefen Tümpel glaubt, dann hat das nichts mit Geldmacherei zu tun. Nochmal von vorne. Ich persönlich habe bereits die ganzen anderen Gotteskonzepte ausgeschlossen, weil die alle keinen Sinn ergeben. Allein schon deswegen, weil dort die Hölle behauptet wird, die es nicht gibt. Von daher hat das auch damit zu tun, dass ich Atheist werden würde, weil die anderen Religionen ja auch nicht für mich in Frage kommen, was dazu führt, dass man das nicht ausklammern darf. Ich lehne ja die anderen Religionen auch ab. Sein Argument stimmt deswegen nicht hier, weil wenn sein Argument stimmen würde, dann würde ich ja sofort zu einer anderen Religion wechseln, bei der ich das Gefühl habe, dass die kein Geld damit macht und die dann ausprobieren. Aber das ist es nicht. Ich habe bereits die anderen Religionen ausgeschlossen, was dazu führt,
dass für mich nur zwei Weltbilder übrig bleiben. Das ist einmal die Esoterik und einmal der Atheismus. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, wie ich zum Atheisten werden kann, dass ich feststelle, dass wirklich alles Fake ist. Alles Fälschungen sind, was unsere Leute so erzählen, um damit Geld zu machen. Man kann hinsichtlich mancher angeblich existierenden Gottheiten positiver gnostischer Atheist sein und gleichzeitig hinsichtlich anderer negativer agnostischer Atheist. Wenn zum Beispiel ein Christ behauptet, eine Gottheit existiere, die mit einer weltweiten Flut Menschen getötet habe, dann wissen wir, dass dies nachweislich nicht der Fall sein kann. Vielen Dank. Können also ausschließen, dass diese Gottheit existiert und deshalb hier guten Gewissens sind hier guten Gewissens Atheist. Ein Atheist, der lehnt eigentlich alle Gottesbehauptungen ab. Der kann mit gar keiner Gottheit was anfangen. Wir sind nur Nicht-Christen, wenn wir den Christengott ablehnen. Und in diesem Fall ist den Menschen nicht erzählen, dass du nicht in einen Gott glaubst, weil du deren Gefühle nicht verletzen willst. Fragezeichen. Ja, genauso ist es. Wenn ich jetzt zum Beispiel feststellen würde, dass kein Gott existiert, würde ich das niemandem erzählen, weil ich weiß, was das für ein sensibles Thema ist mit dem Leben nach dem Tod. Ich kann mich noch daran erinnern, als der Gabriel Asimov ein Video gemacht hat mit dem Titel "Es gibt keine Seele hier, die Beweise", was sowas von dermaßen an Blödsinn nicht zu überbieten war. Und es hat mich aber trotzdem sehr wütend gemacht, weil es einfach mit so viel Desinformationen behaftet ist und vor allen Dingen, was mich noch wütender gemacht hat, ist, dass der Typ einfach überhaupt keine Empathie gegenüber uns Theisten hat. Ich meine, was hat er davon, wenn uns die Hoffnung vom Leben nach dem Tod nimmt? Das ist für mich nichts anderes als pure Genugtuung. Einfach nur den anderen die Hoffnung nicht gönnen. Und die Atheisten raffen einfach nicht, dass es das völlig unnötig ist, das zu tun. Und dass das überhaupt nichts bringt. Das bringt niemandem was, das bringt ihnen nichts. Außer Genugtuung, wie ich bereits erklärt habe. Und das bringt den Theisten aber auch nichts, außer pure Trauer. Oder Frustration oder dergleichen. Du willst also die Menschen dummes Zeugs glauben lassen. Aha. Alles Übersinnliche ist also automatisch dummes Zeug. Applaus. Weil sie sich dann besser fühlen? Nun, ich kann mich an einen Mann erinnern, der hat ein YouTube-Video gemacht und der ist Atheist geworden. Und er hat gesagt, als er herausgefunden hat, dass kein Leben nach dem Tod existiert, war das für ihn ein Schock. Und als ich diesem Mann so zugehört habe, hat er mir so unendlich leid getan. Wirklich, als ich diesem Mann zugehört habe, ich hatte tiefstes Mitgefühl mit ihm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, es zu realisieren, es gibt kein Leben nach dem Tod. Das muss schrecklich sein. Kannst du natürlich machen, aber langfristig scheint der Weg in einen Abgrund zu führen. Ganz zu schweigen davon, dass du all jene Personen ignorierst, denen durch Religionen Schaden zugefügt wird. Ja, und dies ist wieder ein Fehlschluss, denn das impliziert ja, dass der Atheismus die Rettung vor den Religionen ist, aber das ist nicht die Rettung. Die echte Rettung sind wir vor den Religionen. Denn wir propagieren nicht, dass es eine Hölle gibt, und die Atheisten propagieren aber, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Und beides ist Psychofolter. Und deswegen ignoriere ich in keinster Weise diejenigen, denen Schaden zugefügt wird. Ganz im Gegenteil. Ich mache Videos gegen die Religionen, um sie vor der Psychofolterhölle zu bewahren. Nächstes, wenn ohne Gott du mit deinem Leben nichts anzufangen weißt, dann ist das ja kein Problem mit Atheismus, sondern dein persönliches Problem. Mein Argument war, die Atheisten haben keine Grundlage, wie sie ihren Lebenssinn definieren. Weil, wenn man das jetzt gerne mal ganz rational betrachtet, wenn wir alle nur Maschinen sind, dann macht es nur Sinn, einfach nur so viel Genuss wie möglich aus diesem Leben rauszuholen, wie ich es erklärt habe. Und die Welt zu verändern, macht irgendwie keinen Sinn, weil davon habe ich ja nichts. Also ich verstehe einfach nicht, wie so ein Atheist sagen kann, ich möchte die Welt verändern. Ich kann das nicht nachvollziehen, das tut mir leid. Wenn man an einen Gott glaubt, der einen Plan mit dieser Welt hat, der dich mit einer Mission hergeschickt hat, dann ist das nachvollziehbar, wenn du die Welt verändern willst. Aber welche Motivation hast du, die Welt zu verändern als Atheist, als biologische Maschine? Frage ich dich. Wenn du sagst, ja, du hast Mitgefühl mit den anderen, dann sind das nur irgendwelche Programme und irgendwelche chemischen Stoffe in deinem Kopf und was haben die für einen Wert? Also ich verstehe einfach nicht den Sinn dahinter. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Und deswegen habe ich das dargestellt, anhand meines Beispiels, dass Atheismus im Zusammenhang mit einem Lebenssinn keinen Sinn ergibt. Weil es gibt einfach keinen Faktor, der dich dazu bringt, diesen Lebenssinn zu haben. Keinen nennenswerten richtigen Faktor. Jetzt sagt er, ich kenne keinen einzigen Atheisten, dessen Existenz nur aus Fressen und Zocken besteht. Ja, es gibt aber genügend Atheisten, die gehen auch noch in den Puff und besaufen sich und so weiter. Ich denke dabei an das Lied vom Sido und von Bushido mit dem Titel "So mache ich es". Hat mich schockiert. Ich bin halt eben einer, der Computerspiele sehr gerne mag und der auch gerne isst.
Ich habe mir alles, was meinen Lebenssinn angeht, auf mein Weltbild aufgebaut und ich wüsste nicht, woraus man sonst seinen Lebenssinn schöpfen sollte. Von daher macht es rational nur Sinn, einfach die Dinge zu tun, die einem Spaß machen, solange man lebt. Und das ist mit Zocken und Fressen gemeint. Das wäre halt in meinem Fall das, was mir Spaß machen würde. Da würde ich dir dann zum Therapeutenbesuch raten, falls du unter so einer Existenz leiden solltest. Natürlich hatte ich ja keinen Namen genannt, wie man das nennt, welche Krankheit damit einhergeht, welche dann natürlich von Spezialisten untersucht werden muss und behandelt werden müsste. Das hat er sich einfach so aus dem Hut gezaubert, einfach nur weil es unnormal ist. Es ist automatisch etwas, was man therapieren lassen muss, ohne irgendwelche Zusammenhänge. Vielleicht hat er sich irgendwo aufgeschnappt, dass man, wenn man nichts mit seinem Leben anzufangen weiß, dass man dann zum Therapeuten gehen sollte. Dann hat mir mal irgendwo jemand erklärt. Stimmt nicht. Das hat nichts mit einer psychischen Krankheit zu tun. Entkommt jetzt bitte nicht mit Depressionen. Psychische Krankheiten sind Krankheiten, die anderen schaden oder einem selbst schaden. Bei dem Beispiel, was ich hier genannt habe, mit Fressen und Zocken, da hat es nichts mit Depressionen zu tun. Dann wäre ich immer noch genau in dem gleichen emotionalen Zustand wie jetzt. Falls nicht, dann kannst du ja gerne so leben. Das tue ich gar nicht, weil ich habe ja meine Mission noch, weil ich ja noch kein Atheist bin und niemals sein werde. Und ob es schlimmer ist, sein Leben so zu führen, als lebenslang demütig vor einem nicht nachweislich existierenden Wesen auf dem Boden zu knien, ist auch fraglich. Nun, ich knie nicht vor meinem Gott, weil unser Gott sagte, du kannst mit mir reden wie mit deinem besten Kumpel. Und das ist übrigens kein Christenvideo von mir, sondern das ist ein Esoterik-Video. Und unser Gott ist keiner, der sich über uns stellt und der sagt, so, du hast dich jetzt hinzuknien. Man muss sich auch die Frage stellen, woher weiß er denn, dass es für Gott keine Beweise gibt? Lass mich raten, weil offiziell noch keine bestätigt wurden wahrscheinlich, oder? Aber der Hauptpunkt ist, wie gesagt, wenn du ohne Gott nichts mit dir anzufangen weißt, dann ist das nicht ein Problem des Atheismus, sondern ein persönliches Problem von dir. Außerdem könnte man so jeden Unfug rechtfertigen, beispielsweise, wenn ich nicht jeden Tag 10 Stunden lang Hühnereiergrün anmalen würde, dann würde ich nur zu Hause sitzen, zocken und fressen. Das ist doch dann deine persönliche verquere Logik. Ich habe in meinem ganzen Leben noch selten so einen Schwachsinn gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Er vergleicht an Gott glauben mit Hühnereiergrün anmalen. In Wirklichkeit, mit dem Glauben an Gott geht eine Mission einher, wie du mit dieser Welt umgehst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du die Welt wahrnimmst, was nach deinem Tod passiert, wie du die Außerirdischen siehst und so weiter. Dein ganzes Weltbild fußt darauf, an einen Gott zu glauben. Und der Vergleich, der setzt einfach mit Hühner anmalen. Das ist sowas von dermaßen an den Haaren herbeigezogen. Wie kann man da so einen Blödsinn verzapfen? Das habe ich wirklich noch nie gehört. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also, da bin ich erst bei Minute 1,6 angekommen und knapp 8 Minuten. Ich glaube, wenn ich jeden Fehler und jedes schlechte Argument hier aufzählen würde, dann würde ich bei einem Roman von 1000 Seiten landen. Noch eine sinnlose, unnötige Beleidigung obendrauf. Gut, dann war's das für heute und ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam, hat ein bisschen Spaß gemacht. Bis dann.